In Hochglanzvideos erklärt China den Bau der 472 Kilometer langen Eisenbahnstrecke zwischen Kenias Hauptstadt Nairobi und der Hafenstadt Mombasa zum Erfolg. Die Reisezeit hat sich mehr als halbiert auf 5 Stunden, Kostenpunkt 4,5 Milliarden Dollar. Geld, das Kenia als Schulden aufgenommen hat von China. Nun aber kann das ostafrikanische Land die Raten nicht mehr begleichen. Anfang des Jahres mussten Rückzahlungen gestreckt werden. Kenia sitzt damit in der Schuldenfalle Chinas. Vielen droht ein ähnliches Schicksal. Denn mehr als 100 Länder haben Kooperationsverträge mit der Volksrepublik für den Bau von Bahnlinien, Straßen, Häfen und Flughäfen unterzeichnet. Rund 1 Billion Dollar hat die Regierung in Peking bis 2025 für den Bau der neuen weltumspannenden Seidenstraße angekündigt. Amerika will diesen wachsenden Einfluss Chinas in der Welt mit einem Konkurrenzprojekt eindämmen. US-Präsident Biden will ein eigenes Infrastrukturprogramm für Entwicklungsländer ins Leben rufen, gemeinsam mit den anderen G7-Staaten, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada. Gemeinsame Sache mit den westlichen Partnern, damit unterscheidet sich Biden von seinem Vorgänger Trump. Wenig Unterschiede gibt es dagegen kaum, wenn es um China geht. Die Biden-Administration setzt viele Ansätze der Ära Trump fort. Zum Beispiel die wirtschaftliche Abkopplung Amerikas von China. Biden scheint einen Kurs gegenüber China einzuschlagen, der genauso hart und protektionistisch ist wie der der Trump-Administration. Wie viel Geld in den neuen Fonds namens Build Back Better for the World fließen soll, ist noch unklar. Experten erwarten Billionen Dollar, um China Paroli bieten zu können. Fragen wir nach bei Michael Wetzel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Dieses Infrastrukturprogramm, diese Hilfen sind beschlossen, aber wann und wie konkret sind die Pläne schon? China, das steht ja fest, ist mit seiner Initiative ja schon seit 2013 am Start und macht auch munter weiter. Genau, also China werden die G7 so schnell wohl nicht einholen können. Das steht wohl fest, zumal auch dieses Projekt, dieses Infrastrukturprojekt noch alles andere als konkret ist. Es soll jetzt in Arbeitsgruppen gehen und dann werden konkrete Projekte erarbeitet. Aber vor nächstem Jahr wird man da sicher nicht mit rechnen können. Worum geht es? Es geht um eben neue Straßen, Häfen, Züge, Bahnstrecken, eben um den Ausbau der Infrastruktur. Und das ist bitter nötig. In vielen Ländern Asiens, Afrikas fehlt es da noch an allen Ecken und Enden. Der Nachholbedarf wird geschätzt auf 40 Billionen US-Dollar. Ja, und der Name, den wir ja auch schon gehört haben, Build Back a Better World, der deutet dann an, was der Gegenentwurf, das Gegenangebot der G7 sein soll. Deren Projekte sollen nämlich nachhaltig sein, umweltfreundlich, sozialverträglich, eben einfach fair. Und das ist genau das, was man China mit der neuen Seidenstraße immer vorgeworfen hat, dass deren Projekte genau das nicht sind. Aber ist das denn auch so? Also Build Back Better, da läuten natürlich bei mir auch so ein bisschen missionarische, koloniale, womöglich auch Ambitionen mit. Ist es wirklich so ein Gegenprinzip oder einfach nur dasselbe in westlich? Naja, ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Umweltfreundlich, nachhaltig, sozialverträglich, auch finanziell auf richtige Beine gestellt. Daran müssen sich die Projekte, wenn sie dann ins Leben gerufen werden, natürlich messen lassen. Wenn es so sein sollte, dass dieses Infrastrukturprojekt nur dazu dienen sollte, westlichen Firmen, Industrie, Konglomeraten neue Jobs, neue Aufträge zu verschaffen, oder wenn die Straßen, die Häfen hauptsächlich dafür da sein würden, Rohstoffe aus Afrika in den Westen zu transportieren, naja, dann wäre es ganz klar so, dass man sagen sollte, den eigenen Ansprüchen sind die G7 dann nicht gerecht geworden. Was ganz klar diese neuen Projekte zeigen müssen, dass die Menschen in den Ländern davon profitieren und dass auch in den Ländern etwas hängen bleibt, das ist, denke ich, das, woran man die Projekte messen muss. Und das können wir erst in ein paar Jahren wahrscheinlich dann sehen. Sie werden das für uns beobachten. Herzlichen Dank, Michael Wetzel.